Wie machen Sie es denn? So oft, wie es nur geht und dafür schön billig oder doch eher nur so einmal im Jahr und dann mit Qualität? Das könnte jetzt eine sehr indiskrete Frage sein, aber ich spreche übers Shoppen, Klamotten. Da gibt es zwei Lager. Die einen, die so oft wie möglich was Neues kaufen wollen und dafür dann auch auf den Preis achten. Und die anderen, die sagen, ich investiere lieber ein bisschen mehr, nicht so häufig und dann habe ich aber auch lange was davon. Aber stimmt das eigentlich noch? Halten teure Klamotten wirklich länger? Das haben wir getestet und zwar am Klassiker im Kleiderschrank. Das weiße T-Shirt ist ein Muss in jedem Kleiderschrank. Zu allem kombinierbar ist es das Basic-Teil schlechthin. Wir machen den ultimativen Test und nehmen drei weiße Shirts so richtig in die Mangel. Fühlen, waschen und Schmutztest extrem. Welches Oberteil ist am Ende der strahlende Sieger? Textilexperte Julian Edel aus dem Stoffladen Stoffideen in Berlin-Wilmersdorf weiß genau, worauf man beim Shirtkauf achten sollte. Natürlich einmal immer der Tragekomfort, also wie fühlt es sich auf der Haut an, kratzt es, ist es zu starr, zu steif. Wenn man da nicht so die Ahnung hat, kann man auch immer noch mal auf die Verarbeitung schauen, also gerade eben Nähte, Säume. Säume sind die besten Beispiele, die kann man am meisten sich angucken, da muss man auch nicht so die große Ahnung haben, weil man einfach sehen kann, wenn das übersteht, rollt sich das Ganze. Das ist eigentlich für ein Shirt an sich immer das Beste, finde ich, zu erkennen, was für eine Qualität das hat. Für unseren Test brauchen wir drei Shirts zu drei unterschiedlichen Preisen von verschiedenen Herstellern. Das günstigste Shirt kaufen wir bei Kick für billige 2,99 Euro, hergestellt in Bangladesch. Das zweite T-Shirt von der Marke Jakes für 19,90 Euro, gekauft bei Pick und Kloppenburg, wurde in Portugal produziert. Und das teuerste Shirt der deutschen Marke Closed kostet 59 Euro und wurde in der Türkei produziert. Die 19-jährige Sally aus Wandlitz und Freundin Melanie, ebenfalls 19 aus Neuenhagen, sind T-Shirt-Fans und nehmen die drei Weißen unter die Lupe. Nach einem kurzen Fühltest folgt die Anprobe. Zuerst das teuerste Shirt von Close für 59 Euro. Also, das ist jetzt das gelblichere T-Shirt. Mhm. Was ich aber, muss ich sagen, nicht mehr so gelb aussieht jetzt, wenn man es anhat. Nee, wenn du es anhast, nicht, ne? Mir gefällt der Ausschnitt super gut. Ja, stimmt, ne? Der ist nicht so tief und auch nicht zu hoch. Mhm. Der ist genau, eigentlich genau richtig so. Ja. Als nächstes ist das mittelpreisige T-Shirt der Marke Jakes für knapp 20 Euro dran. Ich weiß nicht. Na, von der Figur her ist es nicht so toll. Das finde ich. Und auch der Kragen ist halt sehr eng. Ich bin gerade kaum reingekommen. Das auch mit den Ärmeln, oder? Sehen auch so eng aus. Also hier oben ist es insgesamt super eng. Und dann unten plötzlich ist es so einfach so ein Sack. Zum Schluss probiert Sally das billigste T-Shirt von Kick für 2,99 Euro. Was halt direkt auffällt, ist natürlich die Farbe. Also es ist, ja, es ist weißer, heller. Es ist leuchtet mehr so. Also so. Ich weiß nicht, das steht mehr ab von einem selber. Aber auch also so vom Tragen her ist es okay. Es ist ganz angenehm, es ist weich. Ja, ich finde es halt auch weich. Fragt sich halt nur, was nach ein paar Wäschen dann ist. Ne? Ja, weil das stimmt. Ich bei dem ein bisschen das Gefühl, das könnte nicht mehr so schön sein dann. Und wie sieht's qualitativ aus? Erkennt Textilexperte Julian Edel einen Unterschied? Der Saum ist sehr schön verarbeitet. Hier sitzt es alles genau auf dem Rand. Das kräuselt sich nichts, guckt nichts heraus. Ein ebenmäßiges Bild von der Naht. Wenn man das mal mit diesem Shirt hier vergleicht, ist ein gigantischer Unterschied. Der Saum ist ganz anders verarbeitet. Hier steht total eine Kante über, die auch leicht ausfranst und sich rollt. Eine ungenaue Verarbeitung. Was bei diesem Shirt hier beispielsweise nicht ganz der Fall ist wie hier, aber trotzdem franzt es hier leicht aus. Qualitativ punktet mit Abstand das teuerste Shirt für 59 Euro. Und wie sieht's nach 10 Waschgängen aus? Wir kaufen je ein zweites Exemplar von jedem Shirt und stecken alle drei 10 Mal bei 30 Grad in die Waschmaschine. Textilexperte Julian Edel untersucht die T-Shirts auf qualitative Veränderungen. Auszubildende Sally bewertet den Tragekomfort der gewaschenen Shirts. Links zum Vergleich ungewaschen, rechts gewaschen. Also das ist jetzt nach den 10 Waschgängen wirklich, wirklich schlimm geworden. Es ist, fühlt sich irgendwie klebrig an und es ist so, wenn man drüber fährt, ganz rau und man hört es auch wirklich. Es ist deutlich schlimmer und es ist ein bisschen eingelaufen auch. Also ich kam gerade nur ganz, ganz schwer rein. Es hat mir komplett über die Nase gezogen und alles, also es tat schon fast weh. Und auch an den Ärmeln jetzt, also es ist wirklich eng geworden. Ich kann, naja, mich nicht wirklich gut bewegen. Die Seitennähte haben sich auch nicht so großartig verändert, was auch davon zeugt, dass der nicht zu stark eingelaufen ist. Leicht vergilbt, schon eine sehr starke Veränderung in der Haptik.
Jetzt geht es um das billigste T-Shirt von Kick. Auch das haben wir 10-mal gewaschen. Also dieses Shirt hier ist nach den Wäschen etwas eingelaufen gefühlt. Das ist wesentlich kürzer als vorher. Es ist auch ein bisschen enger geworden insgesamt. Ist das Shirt tatsächlich eingelaufen? Julian Edel setzt das Maßband an. Allein im Umfang haben wir 4 cm verloren, unten im Saum kleiner geworden ist, sondern auch ein großer Teil an Taillen verloren ist und auch in der Länge verloren ist. Also das ist ziemlich eingegangen in den Wäschen. Und das zeugt davon, dass es keine hohe Verarbeitung hat, also dass die Qualität niedrig ist und dass das ein günstiges Shirt ist. Zum Schluss nehmen beide das teuerste Shirt noch einmal unter die Lupe. Also das T-Shirt ist nach den 10 Wäschen noch sehr gut erhalten, muss ich sagen. Es hat sich kaum verändert oder so, ist auch nicht eingelaufen oder ähnliches. Auch an den Ärmeln nicht, also ich habe immer noch gefühlt genauso viel Platz wie vorher. Sallys eindeutiger Favorit ist also das teuerste Shirt. Kann das der Experte bestätigen? Die Seitennähte haben sich nicht verzogen. Man sieht mit Abstand den wenigsten Unterschied, den kleinsten Unterschied zwischen gewaschen und ungewaschen. Also das Gleiche auch mit der Haptik. Es hat sich zwar verändert, es ist ebenfalls wie alle anderen auch ein bisschen rauer geworden, ein bisschen steifer, aber viel weniger und definitiv das bestverarbeitete Shirt. In diesem Fall garantiert der hohe Preis auch eine hohe Qualität. Und wie fällt Julians Fazit zu den beiden anderen T-Shirts aus? Am meisten hat mich eigentlich überrascht das T-Shirt für im 20er-Bereich. Da war die Qualität nicht sehr großartig zu unterscheiden vom dem günstigsten Shirt. Was da eher den Unterschied ausgemacht hat, war die Verarbeitung. Das teure Shirt war schon den Ansprüchen am gerechtfertigsten, meiner Meinung nach. Ausgehend von der Qualität schlägt teuer also billig. Aber was, wenn der weiße Klassiker mal schmutzig wird? Wir machen den Extremtest. Eier, Ketchup, Make-up und Kaffee. Gehen diese Flecken wieder raus? Ein 11. Mal werden die Oberteile bei 30 Grad gewaschen. Danach ist klar, richtig sauber werden weiße Shirts bei hartnäckiger Verschmutzung nicht mehr. Da hilft nur noch ein Neukauf.